Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch ein richtiges Lochmuster, falls es jemand richtig luftig haben möchte. Das Muster schaut aber trotzdem sehr schön aus, finde ich. Also Musterrapport besteht hier aus 8 Maschen plus 7 Maschen. Für dieses Stück habe ich jetzt 23 Maschen angeschlagen. Und das sind stets 4 Reihen, die wir wiederholen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für das Muster schlage ich die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann weitere Luftmaschen anschlagen. Für das Muster habe ich jetzt 23 Luftmaschen angeschlagen. So, jetzt mache ich folgendes. In die 8. Luftmasche steche ich jetzt ein. Das ist die 8. Luftmasche und häkle das erste Stäbchen. So, in dieselbe Stelle häkle ich jetzt das zweite Stäbchen. Umschlag hier in die Luftmasche einstechen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch, die zweiten zwei Schlingen durch. Dann in die nächste Luftmasche steche ich ein und häkle ein Stäbchen. In die nächste Luftmasche wieder ein Stäbchen. Und in die nächste Luftmasche nochmal ein Stäbchen. Und in die nächste Luftmasche häkle ich jetzt zwei Stäbchen. Das erste und diese in dieselbe Stelle nochmal einstechen, das zweite Stäbchen. Ich habe jetzt insgesamt 7 Stäbchen gehäkelt. Also in die erste Masche jeweils 2 Stäbchen und in die letzte Masche 2 Stäbchen und dazwischen 3 Stäbchen. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Unten überspringe ich 3 Maschen und ich wiederhole dieses Element. Also 3 Maschen überspringen. In die 4. Masche häkle ich jetzt 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen. Jetzt 3 weitere Stäbchen, jeweils in jede Luftmasche ein Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Und jetzt nochmal 2 Stäbchen in die nächste Luftmasche. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und jetzt bin ich schon am Ende der Reihe und überspringe hier 2 Maschen und in die letzte Masche häkle ich ein Stäbchen. So, die nächste Reihe. Ich zeige erstmal, wie das ausschaut. So schaut es aus. Und es wäre praktisch Musterrapport von der ersten Reihe, diese Stäbchen und dann 3 Luftmaschen. Und das wiederholt man, bis man am Ende der Reihe ankommt mit den Stäbchen und dann hier steht es dann 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier in diesen kleinen Bogen 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier diese ganzen Stäbchen. In das mittlere Stäbchen, wir haben 3 Stäbchen in die Mitte. In das mittlere davon häkle ich eine feste Masche. 3 Stäbchen. Und jetzt in diesen Bogen häkle ich jeweils 3 Stäbchen.
Also jeweils in den Bogen einstechen und hier praktisch drei Stäbchen häkeln. Drei Luftmaschen und wir wiederholen das Ganze. Also hier mittig steche ich ein und häkle eine feste Masche. Dann drei Luftmaschen und dann würde ich wieder in den Bogen drei Stäbchen häkeln. Weil ich ein kleines Stück habe, dann bin ich schon am Ende der Reihe. Und da häkle ich jetzt drei Stäbchen in diesen letzten Bogen. Also hier einstechen, das erste Stäbchen häkeln, das zweite Stäbchen häkeln und das dritte Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche, wende das Ganze. Dann häkle ich drei feste Maschen. Also hier steche ich ein in die erste Masche, häkle die erste feste Masche, dann in das zweite Stäbchen die zweite feste Masche und in das dritte Stäbchen die dritte feste Masche. Jetzt häkle ich sieben Luftmaschen. Und bei diesen Stäbchen, bei drei Stäbchen, häkle ich jeweils in jede Masche eine feste Masche. Also in das erste Stäbchen eine feste Masche, in das zweite Stäbchen und in das dritte Stäbchen auch eine feste Masche. Sieben Luftmaschen. Und dann würde ich also hier auf der Seite wiederum drei feste Maschen häkeln, wie bei diesem Element hier. Und da ich aber schon am Ende der Reihe bin, dann häkle ich hier am Ende der Reihe auch drei feste Maschen. Also in das erste Stäbchen eine feste Masche, in das zweite Stäbchen eine feste Masche und hier zwischen den beiden Maschen ein Stäbchen auch eine feste Masche häkeln. So, die nächste Reihe häkle ich praktisch jetzt wie die zweite Reihe. So, ich beginne mit drei Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in die mittlere Masche, in die mittlere feste Masche das erste Stäbchen. Und dann hier in die nächste Masche das zweite Stäbchen. Jetzt zwei Luftmaschen. Also ich habe nicht, wir häkeln das nicht wie die zweite Reihe, sondern wir häkeln das doch anders. Habe ich jetzt mich, also das passt dann nicht. So, also zwei Luftmaschen und jetzt häkle ich hier in den großen Bogen mittig eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Jetzt haben wir hier in die Mitte drei feste Maschen und da häkle ich jeweils immer ein Stäbchen in jede feste Masche der Vorreihe. Also ich häkle jetzt drei Stäbchen. So, zwei Luftmaschen. In dem großen Bogen häkle ich eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Und das wiederholen wir stets. Also drei Stäbchen bei den festen Maschen und ansonsten zwei Luftmaschen, eine feste Masche, zwei Luftmaschen. Und am Ende der Reihe häkle ich dann, also hier bei den festen Maschen, häkle ich drei Stäbchen. In die erste Masche ein Stäbchen,
in die zweite Masche und in die dritte Masche auch ein Stäbchen. So schaut es aus. Und die nächste Reihe beginne ich mit 5 Luftmaschen. Winde das Ganze. So, und jetzt häkeln wir 7 Stäbchen. Und zwar, wir haben hier diese beiden Bögen. Da häkle ich jeweils erstmal in den ersten Bogen 3 Stäbchen. So, in die feste Masche ein Stäbchen und in den zweiten Bogen auch 3 Stäbchen. Und dann haben wir insgesamt 7 Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Dann haben wir hier wieder dieses Element, also in den ersten Bogen häkle ich 3 Stäbchen. In das mittlere Stäbchen häkle ich auch ein Stäbchen. Und in den zweiten Bogen häkle ich nochmal 3 Stäbchen. Also insgesamt habe ich jetzt 7 Stäbchen gehäkelt. So, und am Ende der Reihe häkle ich dann 2 Luftmaschen und hier zwischen steche ich ein zwischen den beiden Maschen und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus. Und das Ganze wiederholen wir jetzt ab der zweiten Reihe. So, jetzt wiederholen wir die zweite Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle dann in den ersten Bogen 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. 3 Luftmaschen. Dann häkle ich hier zwischen in die mittlere Masche, häkle ich eine feste Masche, also in die vierte Masche, eine feste Masche. 3 Luftmaschen und hier in diesen Bogen häkle ich 3 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir stets. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte, 3 Luftmaschen und dann 3 Stäbchen in den Bogen. Und am Ende der Reihe häkle ich dann auch 3 Stäbchen in den letzten Bogen. Und so schaut das Muster aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir ganz viele Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.